Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und in diesem Video soll es mal um einen kostenlosen Skin und um ein kostenloses Rückenaccessoire in Fortnite gehen. Und das und weiteres erzähle ich euch auf jeden Fall gleich. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ansonsten würde ich sagen, lasst ein Abo, dann natürlich auch die Glocke aktivieren. Und ganz, ganz wichtig, meinen Creator-Code META-8 im Gegenstandshop eingeben, falls ihr mich kostenlos unterstützen wollt. Denn ich habe in Zukunft auch noch richtig geile Sachen vor und geplant. Also bleibt auf jeden Fall gespannt, was da auf euch zukommt. Dann würde ich sagen, ohne lang rumzufackeln, würde ich mal direkt anfangen mit dem eigentlichen Video. Viel Spaß! Ja, ihr habt es ja schon richtig gehört, es soll um zwei kostenlose Items in Fortnite gehen oder besser gesagt um einen kostenlosen Skin und ein Rückenaccessoire. Diese beiden Sachen sollen tatsächlich in Fortnite bald reinkommen, wurden auch schon in den Gamefiles gefunden, aber ist tatsächlich noch nicht im Spiel enthalten. Denn, Leute, ihr kennt ja wahrscheinlich das Spiel Fortnite. Das kennt eigentlich jeder, der dieses Video hier gerade guckt. Und Epic Games hat Battle Breakers rausgebracht und Battle Breakers ist ebenfalls ein Spiel von Epic Games, was komplett kostenlos ist, also auch free to play und viele spielen das tatsächlich schon und in Kooperation mit diesem Spiel soll es in Fortnite einen neuen Skin geben. Der Leaker Lukas Yoshi hat etwas in den Gamefiles gefunden und an uns verschreibt er Battle Breakers Fortnite Save the World Info Thread. Da steht jetzt zwar Save the World, aber wir kommen gleich zu dem Knackpunkt, warum das vielleicht doch nicht nur für den Rette die Welt Modus wäre und zwar File 1 vom Battle Breakers Fortnite Razer Hero, also ist es der Skin. Unlocks Razer in Fortnite Save the World Reference Image 1. Also, wir haben schon gehört, wir können diesen Skin sozusagen entschlüsseln oder sozusagen freischalten. File 2 from a Battle Breakers Promotional Gift, also ein kostenloses Geschenk sozusagen von Epic Games. You completed an event quest in Fortnite Save the World. Grants the Jazz Save the World Thing. Also, man muss tatsächlich eine Herausforderung abschließen, um diesen Skin im Rette die Welt Modus freizuschalten. Und dann schreibt er File 2 repeated again, but for the Save the World Kaya Skin. There is a third file specially, Bruder, was ist das denn? For Save the World Founders, which will grant you a Ramirez Skin in Seams. Aber Leute, jetzt kommen wir nämlich zu dem eigentlichen Knackpunkt. Es gibt ein passendes Rückenaccessoire zu diesem Skin. Und dieses Rückenaccessoire ist aber nicht nur für den Rette die Welt Modus, sondern auch für den Battle Royale Modus. Und deswegen sind sich auch einige Leaker schon einig, dass dieser Skin auch für den Rette die Welt, nicht nur für den Rette die Welt, sondern auch für den Battle Royale Modus. Bruder, ich bin echt durcheinander gerade. Aber dieser Skin soll tatsächlich auch für den Battle Royale Modus mit dem Rückenaccessoire freigeschaltet werden. Wann das Ganze sein wird und so. Weitere Infos haben wir tatsächlich noch nicht. Wurden aber zwei Sachen gefunden in den Gamefiles. Diese zwei Items, ein Skin und ein Rückenaccessoire, die wirklich auch meiner Meinung nach cool aussehen, sind für den Rette die Welt Modus bestimmt, werden aber bestimmt auch für den Battle Royale Modus kommen. Und ich bin einfach mal gespannt, was sich daraus so ergibt. Würdet ihr euch diese zwei Sachen gönnen? Ja, oder nein, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und habt ihr das Spiel Battle Breakers ebenfalls schon gespielt? Wenn ja, Leute, wenn ihr mich da unterstützen wollt, könnt ihr das gerne auch machen mit dem Creator-Code META-8. Dann würde ich sagen, war es von diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein Like, dann natürlich auch ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.